Hier stand einmal das Häuschen von Zeynep Düzgünoğlu. Die Rentnerin hat es geliebt. Ein Leben lang hatte sie für ihr Eigenheim gearbeitet. Vor 2 Jahren kam die Istanbuler Stadtverwaltung, nahm es ihr fort und gab es einem Bauunternehmer. Stadterneuerung nennt die Regierungspartei AKP das. Die Stadtverwaltung hat gesagt, wenn ihr nicht gehen wollt, wird das hier verstaatlicht. Dann kam der Bauunternehmer und hat uns im Gegenzug für unser Grundstück eine Wohnung bis Juni dieses Jahres versprochen. Doch daraus ist nie etwas geworden. Geblieben ist eine verwaiste Baustelle. Die Enteigneten haben auf ihr ein Protestcamp errichtet. Sie wollen durchhalten, bis sie wieder ein Dach über dem Kopf haben. Denn die Firma ist angeblich pleite, der Unternehmer für die Betroffenen nicht zu sprechen. Zeynep Düzgünoğlu ist vorübergehend bei Verwandten untergekommen. Der monatelange Protest setzt ihnen immer mehr zu. Wut ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt eine große Enttäuschung unter uns Betroffenen. Denn die Regierung müsste uns helfen. Es ist schließlich ihr Stadtpolitikmodell, dass die Menschen in neue Siedlungen umgesiedelt werden sollen. Jetzt sollten sie uns neue Wohnungen finden. Jahrelang war der Bausektor Motor der türkischen Konjunktur. Die Regierung flutete den Markt mit billigen Krediten an Firmen und Großaufträgen für Autobahnen und Brücken. Jetzt in der Wirtschaftskrise steht der Immobiliensektor vor dem Kollaps. Nicht nur auf der Baustelle von Zeynep Düzgünoğlu geht es seitdem nicht mehr voran. Unterwegs in Düzgünoğlus früherem Wohnviertel, dort wo die Abrissbagger noch nicht waren. Solche einst von Arbeitsmigranten aus Ostanatolien errichtete Viertel sollen alle verschwinden. Offiziell aus Gründen der Erdbebensicherheit. Kritiker vermuten dagegen, es gehe um ein Geschäft für regierungsnahe Bauunternehmen. Schauen Sie, so ähnlich sah mein Haus aus, ein kleiner Bungalow. Hinter meinem Haus gab es einen Feigenbaum. Von dem pflückte ich die Früchte. Es war wunderbar. Der Friseur des Viertels, ein Anhänger der Regierungspartei, beschwert sich darüber, dass Düzgünoğlu ihr Land schlecht mache. Die Regierung arbeite hart, um alle Menschen glücklich zu machen. Es gibt doch kein Problem hier. Wenn die Regierung erst mal alles zu Ende gebaut hat, wird alles bestens. Schauen Sie doch, wie schön und sicher es geworden ist. Doch wenn Düzgünoğlu ehemalige Nachbarn besucht, die tatsächlich mit einer Wohnung in einem der neuen Hochhäuser entschädigt worden sind, dann sind die oft enttäuscht. Hastig und billig gebaut seien die Gebäude. So hat man sich das moderne Leben nicht vorgestellt. Hier gibt es keinen Zusammenhalt mehr unter den Nachbarn. Niemand ruft den anderen zu sich in die Wohnung zu einer Tasse Tee. Sie machen uns zu Fremden in unserer eigenen Stadt. Der Wertverlust der Lira und die galoppierende Inflation lassen die Preise explodieren. Düzgünoğlus umgerechnet 200 Euro Rente sind jeden Tag weniger wert. Berichte über Massenentlassungen nehmen zu, die Arbeitslosenzahlen steigen unaufhörlich. Offiziell liegen sie schon bei über 12%. Nachdem ich die Rechnung für Strom, Gas und Wasser bezahlt habe, bleibt mir kaum etwas übrig. Alles wird teurer. Erst kannst du dir 500 Gramm Fleisch nicht mehr leisten und dann auf einmal auch 250 Gramm nicht mehr. Auf Fisch verzichte ich schon lange. Die Türkei steht wirtschaftlich am Abgrund. Und Bürgerinnen wie Zeynep Düzgünoğlu haben kein Vertrauen mehr in den Staat. Denn sie werden nicht nur immer rechtloser, sondern auch immer ärmer.